Hallo, liebe Eltern, und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Auch diesmal ist es mir wieder gelungen, etwas Spannendes für euch herauszusuchen. Und zwar, wieso ist es so wichtig, die Fußgröße zu überprüfen? Warum, wieso, weshalb? Das klären wir gleich. Wir sehen uns. Danke. Hallo an alle da draußen und ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich dabei seid. Das Thema dieses Mal hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Es geht also darum, warum sollte ich eigentlich als Elternteil überhaupt mal die Fußgröße meines Kindes herausbekommen bzw. generell auch überprüfen. Hintergrund meines Videos ist sozusagen ein Fall aus der jüngsten Vergangenheit, wo ein junges Elternpaar ins Geschäft gekommen ist. Und schon beim Betreten des Geschäftes habe ich da schon festgestellt, upsi, irgendwas haut hier nicht so ganz hin. Der junge Mann hatte geschlossene Schuhe angehabt. Ich halte zwar ein ähnliches Modell in der Hand. Also auch ein wunderschöner, weicher Schuh mit Stoßkappe eines deutschen Kinderschuhherstellers. Es war die Größe 22, wo ich dann als erstes mal darum gebeten habe, bitte zieh doch dem Kind erstmal die Schuhe aus, damit sich sozusagen der Fuß entfalten kann. Was er dann auch im wahrsten Sinne des Wortes tat. Nach diversen Probierungen, weil wir waren halt nicht so gut drauf, wir hatten einen längeren Fahrtweg sozusagen nach Leipzig vor uns gehabt oder hinter uns gehabt. Jetzt der richtige Ausdruck. Der junge Mann war da also nicht so richtig davon zu überzeugen, da irgendwie am Anfang großartig was mitzumachen. Aber dann schließlich unser Spiel, sich auf die Innensohle zu stellen, das fand er halt richtig toll. Und da hat er auch richtig gut mitgemacht. Und jedenfalls, nachdem ich sozusagen schon meinen optischen Fokus ausgefahren hatte, habe ich gesagt, so, Untergröße 24 fangen wir mal gar nicht erst an. Und so war es dann auch gewesen. Also letztendlich, es wäre dieser Schuh gewesen, ich sage jetzt ganz einfach mal, von der Länge her. Ganz einfach, habe ich leider nicht mehr da gehabt in der passenden Größe. Und aber auch hier hat er schon, ich sage mal sozusagen, vorne hin angeschlagen. Da hat man vielleicht einen Platz von 4, höchstenfalls 5 mm, was ja auch beim sommerlichen oder halboffenen Schuh nicht unbedingt die empfohlene Freiraumgröße für den Fuß ist. Da liegen wir also immer noch bei 12 mm, je nach Altersgruppe sogar zwischen 15 und 17 mm, die vor dem Fuß sozusagen vor der großen Zehe frei sein müssen. Letztendlich ist der junge Mann in einer recht klein ausfallenden Größe 26 aus dem Laden herausgekommen. So, das ist natürlich der Umstand und da liegen wirklich Welten dazwischen. Wenn ich mit so einem Schuh laufe und mit so einem Schuh dann rauskomme, hallo, was passiert mit dem Fuß? Und das ist dann immer das, wo ich dann mal sage, es liegt nicht immer daran, dass die Schuhe nicht passen oder alle zu klein ausfallen. Es liegt daran, weil sie schlicht und ergreifend manche Eltern erst zu spät mit dem Thema Fußgröße, Schuhgröße sozusagen befassen, nämlich dann, wenn sie auch festgestellt haben, nach der 20. Bestellung im Internet, also die angedachte Größe geht ja nun gar nicht. Frage ist natürlich, warum kam der junge Mann mit diesem Schuh rein? Das ist ganz einfach. Der Kinderfuß lässt sich zusammenschieben. Das war natürlich auch sozusagen das Ultimo oder ich sage das Maximum, was ich bis jetzt auch in meinem Geschäftsleben erreicht oder gesehen habe, mitbekommen habe, dass man sozusagen einen Schuh sozusagen an den Fuß pressen tut, damit den Fuß zusammenschiebt und siehe da, das Kind sagt nichts. Es kann es auch nicht, weil wie eingangs schon erwähnt und dazu gibt es auch ein tolles Video. Da geht es also darum, dass also zwischen den Wachstumsfugen noch keine Knöchelchen sind, die sozusagen richtig, also sind schon Knochen sind vorhanden, jawohl, aber sie sind doch noch ganz stark knorpellastig. Knorpellastig ist weich und den, also wie kann man zusammenschieben? Es hat noch keine Nervenenden, die sind noch nicht so richtig ausgebildet. Das heißt, das Kind empfindet keinen Schmerz. Aber toll ist es trotzdem nicht oder angenehm fürs Kind ist es nicht. Andere verweigern zum Beispiel das Anziehen der Schuhe,
schreien, zeigen auf die Füße, machen Aua. Je nach Mentalität und Temperament oder Wesen eines Kindes lässt es sich das aber auch ganz geduldig über sich ergehen bzw. artikuliert sich in der Richtung. Aber davon kann man immer generell nicht ausgeben. Deswegen muss ich immer sagen, dann sind die Eltern halt mal in der Pflicht. So, nun stellt sich natürlich immer wieder die Frage, um Gottes Willen, wie mache ich denn das? Am besten ist es natürlich immer noch, man macht eine Fußschablone. Leicht umstritten, weil da auch die größten Fehlerquellen passieren können. Und geht dann sozusagen mit der Schuhschablone her und tut sich dort sozusagen die Schuhe aussuchen, da wo die Schablone reinpasst. Natürlich ist es immer empfehlenswert, den Freiraum schon mit dazu zu rechnen, damit man dann nicht sozusagen die verkehrten Schuhe wieder einpackt, weil man den Freiraum vergisst. Und das ist es ja auch. Ich sage es auch immer meinen Kunden, wenn sie ohne Kind Schuhe kaufen gehen, kaufen sie in 90% aller Fälle die Schuhe zu klein. Weil im Kopf ist das Abbild des Fußes gespeichert. Man sieht es ja vor Augen. Und dann sagt der Kopf, boah, das könnte passen. Wenn man das jetzt dann hin, na, das ist viel zu groß, viel zu groß. Dass das Auge jetzt allerdings den Freiraum nicht abzieht, ja, dass also die Zehe jetzt gerade mal hier, ich zeig's mal so rum, dass die also gerade mal hier kurz nach dem Riemchen war, damit man natürlich auch noch ein bisschen was vom Rest vom Sommer hat. Auch dazu gibt es wieder noch ein tolles Video dazu, Freiraum in Zehen, in Sandalen, ne? Freiraum in Zehen. Oh, Frau Novak hier. Ja, also Freiraum in Sandalen muss natürlich auch sein, weil eine Sandale zum Beispiel, und jetzt kommt ein guter Tipp für alle Eltern, wenn die zum Beispiel noch nicht aufgebraucht ist von der Größe her, einfach bloß mal unten sauber machen, kann ich die noch gut und gerne in der Kita oder in der Schule als Hausschuh anziehen. Weil so viel Luft, wie hier in eine Sandale an den Fuß rankommt, habt ihr sonst nicht. Also, vormerken. So. Also immer noch, gutes Beispiel ist, diese Schablone sich zu machen und dann mit der Schablone einen passenden Schuh zu suchen. Nun will man natürlich nicht immer so ein großes Etwas mit sich rumtragen. Deswegen empfiehlt es sich zum Beispiel, wie es hier auch in der Mitte eingezeichnet ist, bloß eine Leiste, eine Papierleiste zu machen. Die kann man zurechtfalten und sich sozusagen, ich würde immer sagen, nicht Papier, sondern Pappe, die kann man sich zurechtfalten und vielleicht auch sogar im Portemonnaie unterbekommen. Wenn man sich dann sogar noch eine Markierung für die Auftrittsbreite auf demselben Streifen macht, hat man sogar noch in zweifacher Hinsicht gewonnen, weil ich kann Länge und Breite überprüfen. Aber was man natürlich dann auch immer wieder feststellen muss, und so war es auch leider in diesem Fall gewesen, das jugendliche Elternpaar hat eben halt, ich sag mal, auf gut Glück im Internet bestellt. Mal hat es halt gepasst, weil man den Fuß so schön zusammenschieben konnte, ne? Und war aber trotzdem dann immer wieder erstaunt, Mensch, jedes zweite, dritte Paar musste ich wieder zurückschicken. Mitunter haben von bestellten 5 Modellen nicht einer gesessen. Ja, und dann war sozusagen mal der Fachhandel oder die Kinderschuhtante gefragt. Natürlich helfen wir natürlich immer wieder gerne damit. Aber ich muss natürlich immer sagen, achtet bitte auf die Füße. Ja, sie sollen uns ein Leben lang tragen, was sie im Allgemeinen auch machen. Aber wir müssen natürlich auch den Füßen die Gelegenheit geben. Wenn ich sie von vornherein schon irgendwo einenge, reinpresse, ihnen nicht den Platz gebe, sich auch mal zu entfalten, weil wir können halt nur mal auf uns der gesellschaftlichen Entwicklung, sage ich jetzt einfach mal, können wir nicht immer nur barfuß laufen, auch wenn es vielleicht viele machen würden. Gerade von den Erwachsenen sieht man wieder viele im Straßenbild, die einfach nur barfuß unterwegs sind. Bei kleiner, zarter Kinderhaut würde ich immer sagen, naja, bin ich jetzt nicht unbedingt so der große Freund, weil es gibt ja viele tolle Alternativen dafür. Also, deswegen nochmal mein Hinweis, wer es nicht mit einer Schablone oder mit diesem Streifen machen möchte. Es gibt Fußmessgeräte für den heimischen Gebrauch, zum Beispiel das Plus 12 ist zum Beispiel eine sehr gute Variante, weil man damit gleichzeitig Fuß misst und die Schuhgröße gezeigt bekommt.
Hinzu muss man aber immer sagen, dann bitte nicht ohne das Fußmessgerät dann wieder Schuhe kaufen, alldieweil ja wieder jeder Schuh anders ausfällt, wie in unserem Fall. Weil wir hatten ja im Grunde genommen vom Fuß her eine 24, der junge Mann hätte sozusagen eine gute 25 gebraucht. Letztendlich hat es die 26 von einem recht klein ausfallenden Modell eines anderen Kinderschuhlieferanten von der Länge her genauso getan. Aber das sind immer halt solche Dinge, weil ich immer sage, die Größen, oder vielmehr die Zahlen, die hier immer schick unten draufstehen, die sind ja nicht genormt. Ja, also, was bei dem einen eine 26 unten ist, ist vom Innenraum vielleicht eine 25. Sie gehen aber davon aus, oh nein, steht 26 drunter, also fällt er auch aus wie eine 26. Das ist nicht immer so und das macht auch schließlich den Kauf ohne Kind einfach so pro forma auch immer wieder so schwierig. Da sage ich immer wieder, die Kinderschuhtanten helfen euch. Dafür sind wir ja schließlich auch da, um aus diesem Dschungel von Modellen, Größen das Richtige herauszufiltern. Ihr habt dann dennoch die Auswahl, was will ich, was brauche ich, was nehme ich. Und dann wird sich ja sowieso für das Schönste, Beste und ein angenehmste Modell mit entschieden. Und deswegen muss ich immer wieder sagen, gebt ein bisschen Acht auf die kleinen Scheißerschen und auf die kleinen Füße, weil sie es halt noch nicht sagen können, ob es so ist. Deswegen mein Tipp, macht es regelmäßig. Einmal im Monat wäre voll und ganz okay. Und gerade wer zum Beispiel Schuhe hat, die jetzt auch über eine herausnehmbare Innensohle verfügen, dann macht das Spiel einfach mal. Das macht das Ganze auch immer einfacher, weil es natürlich auch für euch, es ist ersichtlich, es ist nachvollziehbar. Hier sieht man natürlich dann auch bei einer Sandale, sehe ich immer, wie weit wechselt schon die Zehe nach vorne, habe ich noch Platz, sagt die große Zehe schon zur Straße, hallo, hier bin ich. Oder habe ich wirklich noch ein bisschen Luft? Und ich muss immer den einen Tipp geben, liebe Eltern, wenn im Sitzen die Zehe schon so weit zu sehen ist, ist es in 99,9% der Fälle so, wenn das Kind steht, ist der Schuh schon wieder zu kurz. Auch wieder ein häufiges Bild, was wir auf den Straßen sehen, wo schon mal so, hallo, war der Schuh wieder mal besonders günstig oder hatte er das richtige Outfit, also die richtige Optik gehabt, dass man jetzt den Schuh gekauft hat. Aber wenn das dann immer schon passiert, dann kann ich nicht erwarten, dass so ein Schuh 2, 3 Monate getragen werden kann. Ja, wir wissen es, wir legen es auch immer wieder nahe. Füße wachsen unterschiedlich, es sind Schübe, aber im Schnitt wächst jeder Fuß zwischen 1,5 bis 2,5 Millimeter im Monat. Und nichts sagt Bescheid, da ist kein Artikel in der Zeitung, da ist keine Durchsage im Radio und im Kinderzimmer über dem Kinderbett geht auch keine Leuchtreklame oder ein Viu-Viu an. Es passiert einfach im Stillen. Ganz leise wächst der Fuß und ganz leise leidet auch der Fuß, wenn sozusagen ein 25er Fuß, 24, 25, noch in einem 22er Schuh steckt. So, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ich finde es immer bloß schlimm, wenn sowas passiert. Mir tut das dann auch immer in der Seele weh. Aber ich hoffe doch, ich habe dem einen oder anderen mal zum Nachdenken angeregt, vielleicht mal den eigenen Schuhschrank des Kindes jetzt mal zu überprüfen und vielleicht mit einer guten La oder eine gute Laune abzuwarten und sich mal möglichst schnell eine so eine kleine Schablone anzufertigen. Das wäre toll, da würde ich mich super freuen. Ihr könnt ja eure Erfahrung gerne mal mitschreiben. Wir antworten ja auch auf Anfragen, auf Videos antworten wir ja gerne, schnell und umgehend. Und demzufolge würde ich mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin!